freue mich natürlich auch, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Amt für Schule, Kultur und Sport zu begrüßen. Den Dezernenten Rüdiger Dorf, Frau Lisowski, auch eine andere Amtsleiterin, Frau Köhler. Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bürgerpark, Park und Garten GmbH, und auch der Geschäftsführer ist da. Also durchaus alles, was Rang und Namen hat, heute zu dem kleinen Pressegespräch. Da freue ich mich sehr und freue mich insbesondere, dass wir in diesem Jahr wieder den Tag der Vereine ausrichten. Und man mag diesen Termin ja als normalen Veranstaltungstag im Kalender sehen. Ich finde, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, gerade vor dem Hintergrund der letzten Jahre und vor dem Hintergrund der Problematiken, vor denen die meisten Vereine insbesondere nach Corona gestanden haben und teilweise immer noch stehen, ist der Tag der Vereine und ist das Vereinsleben als solches in der Stadt Wernigerode für den sozialen Frieden, den sozialen Zusammenhalt und auch für die Angebotsstruktur von Freizeitaktivitäten von entscheidender Bedeutung. Und in diesem Kanon würde ich auch den Tag der Vereine unbedingt einordnen wollen. Also es ist eben nicht nur eine weitere Veranstaltung in unserem reichhaltigen Veranstaltungskalender, denn er ist tatsächlich für unsere soziale Struktur in der Stadt, finde ich, eine entscheidende Veranstaltung, weil er genau das macht, was wir nach den Jahren Corona unbedingt brauchen, nämlich unsere Vereinsstruktur aufrechterhalten, stabilisieren und, das ist der Wunsch, möglichst ausbauen, denn das wissen Sie alle, wir haben ja in den letzten Jahren insbesondere einen Mitgliederschwund in fast allen Vereinen erleben müssen, vom Sportverein angefangen bis in den Kultur- und Sozialbereich haben uns die Vereine ja alle gemeldet, dass es gerade nach Corona mit den Mitgliederzahlen nach unten ging, aus unterschiedlichsten Gründen. Jetzt kann man so ein bisschen wieder beobachten, dass es wieder bergauf geht, dass die Mitgliederzahlen nach oben gehen, aber ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, dass wir solch ein Angebot machen, alle 2 Jahre, jetzt endlich wieder, damit wir dazu beitragen, als Stadt Wernigerode, gemeinsam mit der Park und Garten GmbH, dass die Vereine in unserer Stadt, die so wichtig sind, auch wieder neue Mitglieder bekommen. Ich glaube, das ist das erklärte Ziel dieser Veranstaltung. Ich glaube, zum einen den Menschen in der Stadt zu zeigen, was gibt es eigentlich alles in Wernigerode? Wie viele Vereine haben wir? Welche verschiedenen Vereine im Bereich der Kultur, des sozialen Bereichs und auch des Sports haben wir in Wernigerode? Und den Vereinen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren und neuen Nachwuchs zu bekommen. Ich glaube, das sind die entscheidenden beiden Punkte, die zum Tag der Vereine eine Rolle spielen. Und deswegen bin ich echt froh, dass wir das wieder hinbekommen haben, in bewährter Zusammenarbeit mit den Ämtern, die dafür federführend sind, aber auch mit der Park und Garten GmbH. Was mich besonders freut in diesem Jahr zum Tag der Vereine, dass wir mit den Oldtimer-Freunden, glaube ich, ein Highlight haben, wenn die sich präsentieren, die Oldtimer-Freunde hier aus Wernigerode. Und wir haben einen neuen Verein, nämlich den Skateboarding e.V., der ja auch ein bisschen auch durch die Öffentlichkeit gegeistert ist mit Blick auf unsere Skateboardanlage, die wir ja umsetzen wollen und neu gestalten wollen im Bereich des Kohlgartens. Und wir hier gesagt haben, die Skateboard-Freunde sollen sich einbringen und bringen sich ja auch ein mit Ideen und Gedanken. Und die werden erstmalig als neuer Verein, als neu gegründeter Verein, dann sich auch mit präsentieren. Insofern ist hier auch im Vereinsleben Bewegung drin. Es gibt immer Neugründungen auch von Vereinen, das ist genau richtig so. Aber ich freue mich, dass wir wieder so viele Vereine haben, die sich präsentieren, und wünsche uns und den Vereinen, dass sie über diesen Weg neue Mitglieder gewinnen können und dass sie auf sich aufmerksam machen können. Denn ich als Oberbürgermeister habe festgestellt, in den letzten 1,5 Jahren, in denen ich im Amt bin, dass ich fast monatlich immer noch dazulernen und den gesunden Verein haben wir auch in Wernigerode. Das war mir gar nicht klar. Es gibt also immer noch kleinere, auch Nischenvereine, die es in Wernigerode gibt, die mir dann über den Weg laufen und die ich besonders spannend finde. Dazu soll dieser Tag dienen. Ich möchte auch gleichzeitig noch darauf hinweisen, dass Anmeldungen immer noch möglich sind. Also die Anmeldefrist ist noch nicht vorbei. Also Vereine, meldet euch bitte an zum Tag der Vereine, um euch zu präsentieren. Das geht immer noch. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ich wünsche mir eine tolle Veranstaltung, tolles Wetter, so wie heute. Viele Vereine, die sich präsentieren und damit eine möglichste Stabilisierung und Ausbau unserer so wichtigen Vereinslandschaft in Wernigerode. Soweit zur Einleitung vielleicht. Und würde jetzt das Wort weitergeben vielleicht an Herrn Dorf. Und dann tatsächlich sitzen jetzt hier 4 Verwaltungsmitarbeiter, ja, die sich alle freuen, dass es so viele Vereine gibt. Und so eine Stadtverwaltung kann natürlich gewisse Rahmen setzen. Der Rahmen wird dann enger, wenn die Finanzmittel knapp werden. Aber hier sitzen nur 4 Leute und wir warten zum Tag der Vereine mehrere tausend Besucher. Und das hängt damit zusammen, dass einfach viele Ehrenamtler dieses Gemeinwesen gestalten. Und nur mit den Ehrenamtlern gelingt es also, die Stadt so lebenswert zu halten, wie sie ist. Wenn man ehrlich ist, zieht niemand nach Wernigerode, weil irgendeine Straße gemacht ist oder nicht gemacht ist, sondern
Jahren, weil hier die Stadt bunt ist, weil sie blüht, weil es viele Vereine gibt, die jetzt mit den unterschiedlichen Angeboten und natürlich, weil es auch so einen schönen Bürgerpark hier gibt. Vielen Dank, dass wir das hier wieder ausrichten dürfen. Also ich freue mich, dass wir aus den unterschiedlichsten Bereichen Kultur, Soziales, Sport hier und alle anderen Vereine so ein großes Angebot haben, so viele Ehrenamtliche das Stadtleben bereichern haben und freue mich besonders auf den Tag. Und Frau Lisowski? Nee. Ganz mal interessant, insgesamt haben sich bisher 52 Vereine angemeldet und davon allein 20 Sportvereine und 19 aus dem Bereich im weiten Sinn Kultur und Kunstbereich. Und wir können wieder ein ganz buntes Sportprogramm gleich vorne auf der großen Wiese erwarten. Also da kann jeder sich ausprobieren. Es ist auch, glaube ich, der Streuobstverein ist wieder mit dabei. Also die unterschiedlichsten Sachen, kommen Sie einfach und probieren Sie sich aus. Vielleicht finden Sie auch Ihren Verein. Was ich aber auch noch sagen muss, man kann nicht nur sein mal alles ausprobieren, sondern man kann auch mal genießen, was die Vereine so präsentieren. Wir haben auch wieder ein Bühnenprogramm. Bisher sind 19 Vereine, die sich schon angemeldet haben, dass sie daran beteiligt sein möchten. Also auch dieses Programm ist bunt. Und wir haben die Gruppe Impacts, wird also auch einen kleinen Auftritt im Nachmittagsbereich haben. Also das Programm ist einfach bunt. Was ich aber nicht versäumen möchte, ich möchte ein ganz großes Dankeschön auch an den Bürgerpark wieder sagen für die wahnsinnig großzügige Unterstützung hier im Park. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und es macht immer wieder Spaß, auch diese Veranstaltung mit Ihnen, mit euch zu organisieren. Vielen Dank. Aus dem Bereich Soziales, wir haben 14 Vereine, die sich momentan aus diesem Bereich hier angemeldet hat. Sehr vielfältig. Wir haben unter anderem nur stellvertretend, möchte ich hier erwähnen, den Adoptiv- und Pflegeelternverein des Bereichs Wernigerode. Das Landkreis, wir haben den Kinderschutzbund mit hier, die Seniorenvertretung. Also wie Sie sehen, ein sehr breit aufgestelltes Feld aus dem sozialen Bereich. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir noch weitere Anmeldungen hier bewirken würden. Der KSB findet ja unsere Veranstaltung hier, Tag der Vereine, auch sehr gut. Und sie werden hier wieder die Kreis-, Kinder- und Jugendolympiade eröffnen und die Sportler mit den herausragenden Leistungen, die Sportschule, also werden auch hier wieder an die Elite-Schulen des Sports verabschiedet. Ich weiß nicht, wie viel sind es in diesem Jahr? Sogar 4 Sportler aus unserem Landkreis. Das ist schon ein tolles Ergebnis. Und das wird auch hier erfolgen.